Cheers, mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu etwas Neuem. Wir hatten den Abend eigentlich geplant, ein paar Horrorspiele zu spielen, da war aber nichts Brauchbares dabei. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir spielen jetzt einfach mal ein Free-to-Play-Escape-Room-Game. Und es war einigermaßen nice. Viel Spaß dabei. Ich einen Schlüssel auf dem Boden. Boah, das fühlt sich so laggy an. Holy shit. Und Schlüssel kam raus. Schade. Hier einen Wein. 1,5% voll. Nein. Da ist doch ein Schloss. Man kann springen. Nein. Kann ich das benutzen? Nein. It's really frustrating. We have such a high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. We have to optimize before we lose customers. All right, I'll schedule a meeting with Simon next week. Okay, maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me. This man, he keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the gas station. What is he up to? What if he's a... I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming today. Again, this is so annoying. If this happens one more time, I swear he won't get his money. Selim called. We're meeting tonight at our cafe at 9 o'clock. Ja, bist du gut in sowas? Aber was soll das ergeben? Eigentlich erwartet, dass das X in die Mitte muss. Hast du den? Schlüsselhefer gefunden. Der war, lag oben auf der. Hier oben drauf, auf dem Fensterbrett. Und dann habe ich da eine Box hingestellt, um da hochzukommen. Haben wir jetzt da durch? NDA? Fragezeichen Night. Monday Night. Monday Night. Geld 10.000 Einnahmen im November. Im Moment kann man erst eine Rechnung schreiben, was 10.000 Euro. Ihr müsst halt gucken.
Hier ist halt auch noch eine Box mit ganz viel Geld. Wir müssen, glaube ich, zählen. Das sind nochmal 1000. Geht das mal einfach alles. Wie hast du eingefeuert? Das sind nochmal 1000. Und ich habe hier einen Tenner, Bitches. Also plus. Und der hier auch nochmal 10. 1000 plus. Aber das sind doch mehrere Scheine, oder? Oder ist das egal? Plus. Was hattest du noch? Hier die beiden vorne. Nochmal 10.000, oder was? Hier die beiden hier stehen. Was ist denn das? Wann sehe ich denn, wie viel das ist? Das sind noch mehrere Scheine. Ja, steht da drauf. Das der Bundle. Da, das hier ist ein Taui. Ah, Taui auch nochmal. Ja. 2.000 nochmal drauf. Und nochmal plus 2.000. Ich glaube, das war nicht richtig. Nochmal neu. Also, wir fangen mit dem hier an. Das sind 1000. Packe ich die jetzt hier hin. 1000 plus. Das hier sind nochmal 1000. Plus. Das sind nochmal 1000. Das sind 10.000. Hallo. Los. Das sind nochmal 1000. Ja, ich komme noch auf 14.000. Oh, das fehlt uns halt noch was. Ja, oder das muss man irgendwo irgendwann eingeben. Digga, was ist das hier? Ist da was unterm Tisch oder was? Ich gerade aber nix. Ja, was? Du kannst hier halt so einstellen. Nach oben. Ich hatte gerade irgendwie eine Taste, womit man so ein bisschen reinzoomen kann. Rechtsklick. Aber nicht, wenn du irgendwo... Ach nee, Shift, sorry. Ah. Die Boxen kriegt man auch nicht irgendwie auf, ne? Das ist ein Morsecode, okay. Kannst dir ja Sachen auch irgendwie noch genauer angucken, ne? Guck mal, wir haben diese ganzen Wäscheboxen hier durch. Auch Hinweise geben lassen. Na.
Alles. Sieht aber auch nicht richtig aus da. Warum kann ich den denn hier umdrehen? Errungenschaft freigeschaltet. Das ist aber doch. Da nehmen wir den Schlüssel für. Was? Aha! Was denn? Ach, den anderen Schlüssel, den wir hatten, der war hier für das. Der war für die rote Box. Und da ist jetzt noch mal Geld drin. Ah. Also plus noch mal 10.000. Bist du frustriert? Drücke F1, um Tipps zu bekommen. Noch mal 10.000. Ich nein, noch in der Ecke. Jetzt. Noch ein Key, oder ist das der? Mathematiker freigeschaltet. Okay. 34.000, aber das bringt uns eine Zahl. Oh, warte mal. Leicht. Nee. Nee, das habe ich benutzt, um die Tür aufzumachen. Welche Tür? Die Tür hier. Und wo, hä? Und wo hast du den Code her? Von dem hier. Von dem hier? Das Ding ist 3 lang, das ist 4 lang, das ist 1 lang, das ist 2 lang. Oh, wow, okay. Du Brain, ja. Hier ist nochmal Geld. Ja, das ist schon fertig, das ist runtergefallen. Also wir haben das Mathematiker-Ding fertig. Okay. Ich weiß bloß nicht, was es uns bringt. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwo eine Zahl brauchen, ne? So, und hier war die rote Box in der Tür, oder was? Genau, da war die rote Box drin. Ne? Und was war hier oben drin? Da war Geld drin. Ne? Also auch nochmal Geld, okay. Hm. Genau. Ah, hier ist was Neues. Was ist das denn? Ein Messer. Abstechen, Alter. Kühlschrank aufschneiden. Oha! Und da ist das, was wir malen sollen. Ah. Ja, ja. Das heißt, das X kommt nach ganz unten. Kreis in der Mitte. Kreis in der Mitte. Und dann jeweils zacke, 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 zacke. Zacke, zacke. Das muss erstmal komplett rum, genau. Die muss auf die andere Seite, ne? Also die muss genau, die muss komplett darüber. Nee, ja. Die muss halt, das obere muss in die Mitte links. Ja, warte. Das obere muss in die Mitte liegen. Nee, der Pfeil muss oben rechts hin. Die Pfeile müssen halt so nach innen zeigen. Andersrum, ne? Genau andersrum. Ja. Okay, ich gucke mal den Schuh an. Das ist die Größe 37. Hä? Ach, die Pfeile müssen auch andersrum. Ja, die Pfeile müssen genau nach innen zeigen. Genau. Der muss dahin, genau. Den da irgendwie hier unten reinkriegen.
die Dreiecke müssen auch noch jeweils auf die andere Seite. So hübsch sieht das schon. Es ist auch ein Muster, aber nicht das Muster. Jetzt haben sie da Ansätze von Hakenkreuzen. Och Mann, ey, ich hasse solche Sachen, ey. Wir sind genau auf der falschen Seite. Jetzt gehen. Oha. Die sehen. Dusch. Oh mein Gott. Aber sind wir jetzt oben fertig oder was? Ne, können wir nicht sein. Die 34.000 brauchen wir noch irgendwo für safe. Ist hier irgendwo ein. Ja, vor allen Dingen haben wir auch noch eine 37 oben. Wegen dem Schuh. Das heißt 34.000. Also wahrscheinlich die 3,4, 3,7. Ich nehme mal den Schuh mit. Moin. Okay, hier sind auch Sicherungen, die wir noch machen müssen. Hier sind irgendwelche Casting-Model-Dudorien. Die große Frage ist aber, sind wir oben fertig? Wirkt so ein bisschen so, als wären wir fertig, ne? Okay, was ist da hier Wildes? Keinen Sinn, was du da machst, oder? Du musst hinhören. Das sind unterschiedliche Tonhöhen. Das heißt, wir müssen hier Tonhöhen definieren. Das heißt, bei dem hier wahrscheinlich 2 hoch. Dann 2 hoch. Und dann 3 hoch. Hm.
Safe. Drückst du nur wild oder hast du eine Idee? Drück wild. Okay. Okay. Ich habe überlegt, ob das mit den im Alltag eventuell ist für den Safe, der da ist, aber da so. Sehen wir jetzt was anderes? Zum Beispiel da, was dadurch leuchtet. Na. Ah, warte mal. Nee. Sehen wir jetzt was anderes? Sehe nichts anderes. Hier ist irgendwie anders. Ja, ist die Frage, ob das gewollt ist, dass das anders ist. Ja, es ist. Bleibt es so. Das heißt 3-2-3, außer der gehört da nicht zu. Zwei, drei oder was? Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Ich kenne mich in Musik kaum aus. So das? So. Kann nicht alle anmachen oder was? Und dann fliegen die raus, muss ich wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge reinmachen. Oder das richtige Pattern.
Das ist der erste Ton. 2, 3. Dann 2. Aha, was hast du gemacht? Ja, ist das denn geschafft? Okay. Jetzt? Ja, es ist. Der erste Ton ist nicht die Null. Der erste Ton ist der erste Ton. Ah, okay. Ich habe mich aber quasi überall um einen verzählt. Oh. Jetzt macht er eine Stimmenerkennung. Test. Hallo, das ist ein Test. Ich muss nicht was sagen, oder? Nee, das ist nicht mit Reden, sondern Bewegung. Lies ist ein Test. Nee, nicht wenn ich rede. Voice activated. Guck mal, wir haben. Wir haben noch den Schuh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fail, sagt er. Okay, was haben wir jetzt für Muster? Wir haben einen Schritt. Was ist das andere? Das ist wie Reifenspur, ne? Also. Wir haben einen Schritt, dann quasi das andere, dann wieder das, dann nochmal das andere, dann wieder ein Schritt, dann wieder das, dass man das eventuell matchen muss. Ich denke, egal die Hobbys, Augen. Sind 20 Flaschen. 20 lässt sich hier aber nicht eingeben. Ja doch, kannst du natürlich. Nee, wenn das da schon oben 60 ist, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn das 10 zu einer 60 ist von der 90, wie das denn? Es geht um die Schritte. Und halt 20stel, ne, immer. Warte mal. Kommt man nicht irgendwie rennen? Nee. Was willst du gucken? Das ist ja voice activated, Alter. Was denn? Jetzt grab doch noch mal das Ding hier oben. Ah, ja. It's really frustrating. We have such a high demand for our goods. Der ist schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ein Rätselmeister. Alright, I'll schedule a meeting with Simon next week.
Ich bin einfach ein Genius, oder? Yes. Ach, scheiße. Das ist die Casting Couch? Mir fehlt eine Glühbirne. Again, this is so annoying. If this happens one more time, I swear he won't get his money. Selling cold. We're meeting tonight at our cafe at 9 o'clock. Hier kann man manchmal springen und manchmal nicht. I hope this time I can make it work somehow. Hier braucht man ein Zahlenschloss. Warte mal, hier probieren wir jetzt mal eben die drei, vier. Und der andere Schuh, oder was? 3, 7. Okay, dann vielleicht 3, 7, 3, 4. Hm. 34.000 geht ja auch nicht. Das ist irgendwie wichtig, was sie von der Sinnigkeit da sagt. It's really frustrating. We have such a high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. We have to optimize before we lose customers. All right, I'll schedule a meeting with Simon next week. Okay, maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me. This man. He keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the casting. What is he up to? What if he's there? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is not coming today. Again. This is so annoying. If this happens one more time, I swear he won't get his money. Selling cold. We're meeting tonight at our cafe. Und die Tapete hat die Zeichen, die du da einstellen kannst. Okay, dann. Das und. Also da ist eine 191. Aber das sind da, jetzt sind es 195. Jetzt habe ich gerade runtergestellt. Shit. Heißt, das ist einstellbar. Einstellbar. Dann erwarte ich doch eigentlich. Hier.
Im Teppich. Und da was? Ah. Ja, da steht eigentlich der hier. Der stand da was? War so rum. Also das bin ich, 178. Das denn auch? Ich habe das jetzt mit dem Schatten gegen gecheckt. Ja, komm schon hin. Ja, welche Reihenfolge nimmt man denn da? Ich meine, hier draußen haben wir auch noch ewig viel, ne? Ich kann uns auch einen Hinweis geben lassen. Schau mal, die beiden Schuhe, schau was? Ja, an dem einen ist der 37, dem anderen ist der 38. Ah ja. Okay, hier ist jetzt ein Loch. Hier ist Nina 2511. 2511. Boah, Alter, das sehe ich ja richtig Nina. Schlecht. Nina. Also 1125 meinst du? Was hier irgendwie Oh Gott. Das für ein. Warte mal. Okay. Ist dann hier. Oh Gott, muss ich auf das Ja eingehen im Spiel hier? Braucht jemand 25 Jahre? Ne. Doch die hier. Was bringt uns das? Schwarzbraun Backen. 15B 2018. Digga, geht das mal wieder auch da zu? Regt mich das auf, Alter. Nina, 25.11. Wie groß war sie? Meinst du hier von der. Ja. Diese Nina. Ja. Geht hier nicht. Oder weiß, ist da jemand mit 25.11? Geht hier nicht. Steht nur braune Haare, schwarze Haare, braune Augen, Hobbys. Ich glaube, das kommt später. Weil guck mal, hier sind Sachen mit Daten drin. 0522 und so ein Shit. 0217. Meinst du, müssen wir das hier in dem Raum öffnen? Dafür müssten wir das hier öffnen. Was haben wir denn noch vielleicht in dem Raum? Ist da so ein scheiß Loch? Um vielleicht das Ding davor zu platzieren? Mal so gucken, wie groß die ist oder was? Kannst auch gar nicht da hier hinstellen. Mal diese Symbole übersuchen, ja. Im Schränkchen da.
Was haben wir da? Das, das, das. Das, das. Wir machen immer noch diesen Morse-Code, ne? Hier ist auch noch eine abgeschlossene Schublade. Wo? Oh, ganz im Anfangsraum. Links unten in dem Kabinett. Haben wir noch einen Key oder was? Nee. Hier, die ganz unten. Warte mal. Setz dich mal unten an dieses kleine Pult ran. Unten? Welches kleine Pult? Wo du diese Dinger schieben konntest, um die rechte Schranktür zu öffnen. Achso, ja. Und oder? Nimm mal... Nee, das ist sehr, sehr... Nee, nimm mal eine... Doch, eine 2. Bei dem ganz linken... Also ganz 2. Links auf die zweite. Ja. Dann auf ganz unten. Dann auf 1. Ja. Und dann auf 2. Hab ich. Ne. Okay, schade. Weil hier unten halt auch wieder so ein Kleiderständer hängt, weißt du, mit unterschiedlichen Längen. Letzte, was wir bekommen haben, das ist 11.25, ne? Ja. 25.11. Ah. Vier Zahlen. Na? Noch eine Idee. Was hatten wir denn hier so für Leute? Nur die da hat das. Meinst du? Die Klamotten, die da vorne hängen. Wo denn? Da auf den Kleiderständer. Und woran siehst du, nur die hat das? Weil, also zumindest die, was da hängt, da hängt ein Schwimmanzug. So, und dann musst du gucken, hier wer gerne schwimmt. Ja, ah. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich habe nur gesehen, dass nur eine schwimmt, aber da hängen noch viel mehr Klamotten, die noch zu der Dancerin passen würde. Dancing. Aber was bringen uns dann die... Was? Nö. Nee, das bin ich mit dem Scrollrad. Jetzt machen. Das auf ein Symbol, auf eine Symbolreihe packen.
Das. Was haben wir da? Das. Symbole sind das eins. Vielleicht muss das auch von der Position hier aus machen. Wirklich. Dann gucken. Ja, weil hier ist auch so eine Position. Ah, okay. Und ich weiß gerade nicht mehr, wo der Initial stand. Wenn er hier steht, bringt uns das Licht ja gar nichts. Nee, ist richtig. Weißt du, es bringt uns nur was an dieser Stelle. Bringt uns nichts, ne? Wenn das Ding so steht. Und dann wäre es ja... Mach mal auf die 1,87 oder was das war. Von unserer Körpergröße, obwohl das wird uns nichts bringen, weil wir wahrscheinlich die Körpergröße von irgendeiner Frau brauchen. Tintenfisch, Blume, Tintenfisch. Ja. Welcher Tintenfisch? Ups. Der da. Das muss irgendwas hiermit zu tun haben. Aber ich check's halt nicht. Bräuchten jetzt halt. Woher? Aber so, woher sollen wir auch wissen, wie groß? Wir können alle durchgehen, die wir jetzt als Dreier haben. Also Blume, Tintenfisch, andere Blume. Irgendwas muss es doch diese. Wir sind hier reingekommen, da muss es doch irgendwas die 2511 sagen. 2511. Naja, da ist ja noch. Also ist. Ja, 2511. Nina. Aber diese 2511, ich glaube halt, seriously. Wir müssen halt erstmal irgendwie Strom ankriegen. Und diese silbernen, diese Bronzeplatten da im Hintergrund, die haben geleuchtet. Ja, aber gut, die siehst du ja so im Hintergrund auch noch. Ja. Das Ding. Und das da. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das diese Top-Pass hier, diese 3, ja, die hier ist, mit Schwimmen 01C 2022, das bringt mir halt auch jetzt so nichts. Ja. Sollen wir uns einen Hinweis geben lassen? Müssen wir ja. Okay. Damit wir vorankommen. Let's go. Diese Messlatte, wo wurde sie wohl benutzt? Was? Danke. Und wer wurde gemessen? Ja, wer wurde gemessen? Keine Ahnung, aber... Ja, Nina. Benutzt wurde sie hier. 2511. Oh, warte mal. Das ist aber auch nicht. Toller Tipp, danke Spiel. Stehen ja auch keine Größen bei oder so. Fünfzehn B.
Oh, weißt du, was sein kann? Was denn? Dass wir den Scheiß aufkriegen müssen hier und dass da die Diskette und drin ist von der 25. Ja, das sagte ich vorhin schon. Ja, genau, aber das weil heißt, da ja auch die Daten drin liegen, aber ich komme halt nicht auf. Aber. Sag mal, wir würden das auf uns einstellen, dann wäre das diese Höhe von 181. So, und was ist das dann? Sind es die drei Symbole oder die drei Symbole? So. Also, das. Ja, das sind ja alles dieselben. So, das macht keinen Sinn. Mina, 25.11. Also wir müssen irgendwie diese Symbole hier, ne? Da sind wir uns einig. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Das Problem ist, wir haben ja gar keine Körpergrößen. Oh, warte mal. Nee, auf das Loch hier können wir das nicht irgendwie münzen, ne? Nee, hab ich. Also zumindest ist nicht von der Innenseite. Oder wir müssen das Stromrätsel machen und dann geht der PC und wir können da nachgucken, wie groß die ist und kriegen dann den Code dafür. Das ist auch in Ordnung, aber dann tippt, dann passt der Hilfetext nicht. Mal links oben, rechts Mitte, unten links. Ja, weiter. Warte. Und den da noch. Ja. Muss er alle. Das. So. Alle bis auf oben rechts. Vielleicht. Probier mal 167. Ich habe ein Perso da rausgenommen. Hier steht 167. Hier steht Nina drauf. 167, ne? Mhm. 167. Also ist das Fisch hoch. Welcher Fisch? Der. Dann nach oben. Und dann
wieder der. Ich mal den Perso eben zurück. Wenn wir brauchen. Rebecca. Nina. 21.8. 6167. Brauchen wir doch einen vierstelligen Code? 6167. Bitte? Ob wir noch einen vierstelligen Code benötigen? Quasi 6167. Hat nicht geklappt hier oder was? Ja, also wenn es die drei Symboliken sind da, also quasi nach links gucken, nach oben gucken, nach links gucken, dann habe ich das da ja. Oh, warte, ich glaube, ich weiß wie vielleicht. Darf ich einmal? Ja. Ach, die ganze Zeit wäre das mal auf. Ja. Was? Was? Ja, theoretisch muss jetzt schon aufgehen. Ich hatte gedacht, wegen den Spitzen, weißt du, einmal hier. Zeigt auf das, zeigt auf diesen Fisch und zeigt rechts auf das. Ja, true. Was bringt uns. Die Symbole auf der Tapete ähneln dem am Hängeschrank. Ja, wow. Toller Tipp. Oder Blume, Blume, Fisch. Blume. Hoch, links, hoch, ne? Hoch, links, hoch. Nee, hoch, Fisch. Hä? Was war denn jetzt? War richtig, du hast nur den falschen Fisch genommen. Ach, sorry. Dein Fisch zeigte nach links. Der Fisch zeigt aber nach oben. Ach, den gibt's auch nochmal, okay. So, und jetzt 25.11 suchen wahrscheinlich, richtig? Sind wir uns da einig? Ja. Ich die mal auf dem Boden einfach, ja. 25.11, so. Und jetzt? In die Kamera wahrscheinlich damit. Und dann haben wir jetzt das Gesicht. Aha. Alter. Das ist die da unten. Blond Dancing Singing. 23. Oh. So. Das bringt uns jetzt aber was? Ich meine, ist cool. Macht Spaß auf jeden Fall. 23 blond, braun, tanzen, singen. Ich denke, wir brauchen Strom. Blond, Braun, Dance. 19a. 19a. Nee, die sehen alle gleich aus. Was haben wir denn überhaupt noch? Ja, also irgendwas müssen wir doch jetzt mit der Dame hier anfangen können, oder? Ja, ja klar, aber was haben wir noch? Wir haben den Stromkasten, wir haben den Aufzug dahin, wir haben den Safe. Genau. Wir haben den Computer und den Strom. Wir haben 20 Flaschen. Ist hier irgendwie die Kleider oder so? Ist da noch irgendein Etikett dran? Nein. Ja,
Eis geben lassen. Der Computer braucht Strom. Ach danke. So, danke. Das ist wäre mir actually nicht aufgefallen. Tatsächlich, also schon crazy. Aber wir haben noch hier Strom, nur da nicht. Den vielleicht umstöpseln? Ja. Der mit dem, der mit dem, dem, dem. Ne. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach mal Licht aus nochmal. In der Reihenfolge, wie die Lampen angehen. Boah, das könnte sein. Okay. Aber von welcher Seite guckst du denn jetzt? Von da, wo du, ich denke da, wo du stehst, wegen dem Lichtschalter. Okay, mach mal nochmal aus. Nochmal an. Okay, das heißt, erst links, Mitte. Mitte links. Ja. Mitte links, dann ganz oben rechts, ganz oben links. Ja. Dann Mitte rechts, unten links, unten rechts. Ja, Alter. The fuck. The fuck, Digga. Aber? Not bad, Alter. Oh my god. Enter Passwort. Ja, super. Ich sag dir mal eben den Code durch. Welchen? 19A2021 vielleicht? 19A ja. Bindestrich 2021. 2021. Also nein. Scheint nicht. Oh, Bro. Was denn? Ja, guck mal den Ruder an, Digga. Was macht denn der? Routen. Nee, das ist doch... Ist das nicht Morsecode, Digga? Kann sein. Und jetzt, was soll ich machen? Keine Ahnung. F1 drücken. Gleichmäßiger okay. Blinken des Routers ist hypnotisierend, als würde ein Muster, man würde man ein Muster erkennen. Danke. Ja, ist schön für den Router. Aber als ob ich da das Passwort irgendwie kriegen sollte. Brain ist so abgefuckt, ne? Das ist... Wo ist denn Stopp? Jetzt eins,
Ich komme mir so dumm vor. Oh mein Gott. Wir haben doch die Morse-Tabelle oben. Okay. Ich bin schon komplett los. Egal, ich trinke mein Glas. Die Befederweißen, ne? Ist aber herrlich. War jetzt auch fast drei Flaschen. Bäh. So, eine Tür machen geht nicht mit dem. Ja. Geil. Das ist so schnell. Oder es ist einfach Monday Night. Probier aus. Scheint nicht. Dann fängt das neu an. Ja, das ist halt die Frage. Auf jetzt, ne. Oder ist Monday Night als ein Wort? Mach ich denn? Oh, verschrieben. Monday Night. Muss ich dann Enter drücken? Ja, also wir haben ein H. Ist ein H mit drin. Ein einzelner Punkt an der zweiten Stelle, das ist ein Y. Zwei Stellen, das ist ein D. Aber ich weiß halt nicht die Reihenfolge. Was hast du? Also, wir haben bis jetzt einen. Oh, Junge, warte, das ist so schnell, Alter. Du hast gesagt, wir haben einen Y. Ganz rechts haben wir auch einen Punkt. Also, wir haben ein G, ein H, ein D und Y. Aber die Reihenfolge ist jetzt fragwürdig. Also, sind nur die vier Buchstaben. Es müssten die vier Buchstaben sein: Volle Pulle. 2D, Sardin. Machen wir nach Reihenfolge. D, Y, G, H. D, Y, G, H. Oh, wow. Okay. Ich bin müde. Lecken Sie mich, ey. Wir ziehen. Was ist das denn jetzt? Escort, Digga? Escort Forever? Wo sind wir jetzt hier gelandet, Digga?
Ja, wir suchen eine neue Freundin, Danny. Auf einmal Erotik-Simulator geworden. Aber man kann jetzt scrollen, man kann Sachen... Oh, das Geld. Wie war die? Ich gehe nochmal. Aber ich glaube 34.000. Ich gucke aber nochmal, ja. Ja. Aber voll beide. Nein, sag mir die ID. Von der Tusse. Hallo, rede nicht so disrespektierlich. Welche war das? War das 19A2021? 19A2021, die hier. 19A. Current Offer, 42.000. Log in to see images. Einloggen? Log dich bei Livestream. Ja, weil das ist ja die hier. European Brust. Wir haben jetzt. Da ist doch 34. Lol. Ey, 87, 67, 89. Das sind die drei Zahlen für den Tresor. Ja, aber dann müssen wir die 34.000er Tussi nehmen? Weil oben das Geld 34.000 waren, oder? Weiß ich nicht. Geh mal auf 34.000. Warte, lies mir bitte nochmal die drei Zahlen vor. 19A2021. Nein, ja, nee, die Brust und hier die. Bei welcher denn jetzt? Bei der von der 18A2021 oder 19A2021. 19A2021. 87, 67, warte 89. Mal. 87? 3, 4, 5. Gute Maße, ja, 87, ne? Ja. 87, 67? 67. Oh, die Preise verändern sich. 67, ja. 89. 67. 89. Ja, Maschallah. Die Preise haben sich auch geändert. So, und hier brauchen wir jetzt nochmal einen PIN-Code. Zeitlicher Ablauf, zu geringer Durchsatz. Wo können wir optimieren, effektiver sein? Hier sind Nummern drauf. Hier ist jetzt 2. Ja, leg das mal alles hier drüben hin. Wir haben ja auch einen Nummern-Tonmann. Hier brauchen wir auch nochmal einen Zahlencode. Lol, die haben die unter Drogen gesetzt, das ist Rohypnol. Okay, no more steps. Not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Rep for shooting, 90 milligrams MDMA. Then, on every maintenance, Rohypnol is 2 times over. Oh, I need a drink. She's asleep. Fünf Minuten. Stell auf 5. 5 Minuten. Sehe ich nichts mehr, das Symbol da ist. Ich hoffe, man müsste seine Mikrowelle so einstellen. Nee, hier sind es 4 Minuten. Warte mal, bei dem anderen sind es 5 Minuten. Moment. Nein, warte. Ich muss es dann noch einpacken. Die geht ja nicht auf. MDMA, liegt hier auch rum. Warte mal, 1, 1 Minute, 1 Minute 45,
1,45 Meter. You have two saved messages. Hey, you there? We've been made. Hairdresser got arrested, and you know he's gonna talk. Pack up and get out of there. If you've got any cargo left, box it and press the button ASAP. And then we'll come and load it. I'm near the cave now, but hurry. I'm not hanging around here for too long. Hey, I'm just calling to tell you that this is not okay. You're not answering your texts. You're not answering my calls. I've been sitting here for an hour and it's really cold and it's starting to rain and I'm sick of that. So call me or I'm just gonna leave. Yeah, bye. It's 9:30. I'm just checking our movement to the new one. We only got one kill, one milligram left, but I guess we'll have to do. Okay, don't get milked now. Shit! She jumped me! Thank God, whoever wasn't here, I'd probably be in one of those boxes right now. Apparently, having the doses does not work. Okay, no more mistakes. Not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Breath for shooting, 90 milligrams MDMA. Then, on every meeting, for hypno and 2 times opium for the transport. Oh, I need a drink. She's asleep. Good. Should I fetty sein? Ist offen. Okay. So, und jetzt haben wir hier diese Verpackung. Mitte, runter, hoch. Und mit der Switch oder was? Ja, diese, das Muster da oben, weißt du? Ah, okay. So quasi hier anfängst, hier hochgehst und dann 2 Stunden und dann eine Kiste halt. Wow, die haben die Frauen hier praktisch unter Drogen gesetzt und dann verschifft oder was? Aus den 80. 80792. Irgendwas fehlt noch. Fuck. Das Rob 0 fehlt, ne? Das ist von der anderen Seite. Okay, muss man es nochmal anhören. Okay, ich bin drin. Okay. Ich habe jetzt hier Eckhand, Pixel Edit und Apple Eater. Muss man es nochmal anhören, wo das Rob 0 hinkommt von der Reihenfolge. Steht doch drauf, 7. Nee, das hier, ne? An das welcher Stelle das kommt, warte. Shit, she jumped me. Thank God, whoever wasn't here, I'd probably be in one of those boxes right now. Apparently, having the doses does not work. Okay, no more mistakes. It's not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Breath for shooting, 90 milligrams MDMA. Then, on every maintenance, we're hypno and 2 times... Ah, Rob 0, an dritter Stelle. Ah, das heißt, es ist... 80. Achtzig, sieben, 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 drei,
7392. GHB, oder? Ja, GHB. Ob 0. An dritter Stelle. Nee, das ist Ob 0. Was ist denn das hier? Auch Ob 0. Okay. Oh. Aber was ist das? Ob 0. Florenzepanum. Das letzte. Wir machen das rum. Kann ja nur die beiden falsch sein. Lamau. Jetzt kenne ich irgendwas gar nicht mehr. Eins. 9:30, I'm just checking in on maintenance for the new one. I only got one till 1 milligram left, but I guess we'll have to do. Okay. Ach, ey, dieses Springen, ne? Shit! She jumped me! Thank God, whoever wasn't here. I'm probably in one of those boxes right now. Why? Having the doses does not work. Okay, okay. No more mistakes. It's not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Breath first shooting, 90 milligrams MDMA. Then, on every maintenance, we're hypnol and 2 times zopium for the transport. Oh, I need a drink. She's asleep. Good. Eins. It's 9:30. So just check in on maintenance for the new one. You only got 1 pill, 1 milligram left, right? I guess they'll have to do. Okay, don't get notes now. Shit! She jumped me! Thank God whoever wasn't here. I'm probably in one of those boxes right now. Apparently, having the doses does not work. Okay, okay. No more mistakes. It's not that hard. On arrival, 10 milliliters GHB. Breath first shooting, 90 milligrams MDMA. Then, on every maintenance, we're hypnol and 2 times zopium for the transport. Oh, I need a drink. She's asleep. Good. Time to relax. Bei welches Rhypnol? Rhypnol? Rhypnol, es gibt Rhypnol zweimal. Mal probieren wir 80, 7, 9, 2, 2. Nein. Wo ist jetzt hin? 80, 7, 3, 2. Hä, ich check das nicht. Bin ich so dumm oder was? Sag doch Rup 0, das ist eine 80 oder ist das 08? Ich glaube, ich bin dumm. Wo bist du eigentlich? Oben. Ich habe die Schublade geöffnet bekommen. Wie das denn mit dem? Mit der Switch. Da siehst du hier so Eier auf dem Boden und 3 Schalter an der Wand, die unsichtbar sind. Ich habe 3 Schalter betitelt. Da sind diese 2 Dinger hier. Also das und das sind dabei rausgekommen. Nehmen wir erstmal mit runter, oder? Ja. Mir wurde so schlecht durch das Gucken die ganze Zeit auf die Switch unten, aber Laufen oben sehen. Boah.
Der Typ redet halt, ne? Ich tu noch mal die Switch. Weiß noch nicht, ob ich damit mit der fertig bin. Ging richtig auf meinen Magen. Leck mir. Das Diktiergerät soll einen Hinweis geben, wie ich den Schrank öffne. Gar nicht, dass da hinten was. Pixel Edit. Apple Eater. Alter, einfach Snake. Ach. Einfach Snake. Ach. Aber ich hoffe, die erwarten nicht, dass man hier ein perfektes Spiel macht. Wie sollte das denn hier ein Hinweis sein auf dem Medizinschrank? Passt eher hinzu. Was benutzt du denn als Code die ganze Zeit? Ich weiß es nicht so richtig genau. Also, ich habe die Reihenfolge halt gemacht. GHB ist das. MDMA ist die Packung, ne? Also eine 80. Also, er sagt GHB, dann sagt er das, dann sagt er Rohypnol. Da gibt es aber zwei Sachen: einmal Tabletten und einmal die große Packung. Und dann sagt er 2 times. Zolopidem. Also nochmal. Also. Wir fangen mit der 8 an. Dann hat er gesagt. Hier, MDMA, da steht eine 7 hinten drauf. Okay. Gehen wir weiter mit einer 7. Ja? Dann hat er hier im Endeffekt Rohypnol. Da gibt es aber zwei Sachen. Einmal. Steht da eine Zahl drauf? Ja, auf beiden. Drei. Einmal eine 3 und einmal eine 9. Dann probieren wir es erst mit der 3 und dann mit der 9. Und auf dem anderen steht eine 2. Ganz als letztes. Bumm. Ich war einfach nur dumm. Okay. Voila. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das wäre der Code für hier hinten, weil das auch gepasst hat, weißt du? Mit der 80 so, jetzt dann. Haben wir hier nochmal diese. Nochmal so ein Brett. 2. Warte, wir können auch die Switch einfach wegpacken, Digi. Nein, hier sind auch nochmal zwei Bretter. Ist hier auch noch hinten. Hier ist noch ein Code. Was haben wir denn jetzt noch für... So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Reihenfolge der Sache hinkriegen. Und dann können wir da den Code eingeben mit den Stundenzahlen, denke ich. So. Verschifft nochmal eben richtig rum. Also verschifft werden ist das Letzte. Denke ich. Verpackt werden davor. Das ist das erste wahrscheinlich, ne? Was ist das denn hier? Schlafen, Kühlschrank, Haus? Das wird wahrscheinlich dann als vorletztes passieren. Wenn wir es verschiffen, dann müssen wir sie vorher eintüten. Genau. Dann wird wahrscheinlich vorher noch Bilder gemacht. Was hier mit den Drogen? Nee, das ist relativ früh wahrscheinlich. Stimmt, das ist das erste. Nee, ja, oder das zweite. Das ist, denke ich, das nächste, weil wir den Schuh auch im Kühlschrank gefunden haben. Was ein Fotostudio, dann sind sie belastet.
Sag mal einfach an, die Reihenfolge 3, 1, 4, 2, 9. 3, 1, 4, 2, 9. Fehlt noch eine Zahl. 3, 1. Ach, hier ist noch was. 4, 2, 9. Was haben wir da noch? Oh, dann ist das die erste. Also nochmal. Also 7, 3. 7, 3. 1, 4, 2, 9. 4, 2, 9. Falsch. Gut, dann tauschen wir die 4 mit der 1. Also okay. 7, 3. Ja. 4, 1. Ja. 2, 9. Nein. Okay, dann. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das hier die 1 sein muss. Na, wir machen ihr Blümchen und sie kommt erstmal her. Zum Top-Casting. Dann machen wir das Top-Casting und setzen sie derweil mit unter Drogen. Was ist denn das hier mit dem Kühlschrank? Weiß ich nicht. Das ist ein Bild, das kann ich hier einschätzen. Das hier ist... Muss ich... Alles abnehmen. Alles abnehmen und kommen in den Knast. Wahrscheinlich ist das dann davor, oder? Mit dem Kühlschrank. Was ist denn der Kühlschrank? Was sagt der denn aus? Aber 2-9 ist, glaube ich, ziemlich sicher. Die beiden sind auch sicher, oder? Das heißt, wir müssen eigentlich nur die beiden wechseln. Das heißt, wir haben 7, 3, 4, 1. Was haben wir? Probier mal 7, 3, 7, 4, 3, 4, 1, 2, 9. Okay, sonst probier dann nochmal 7, 3, 1, 4, 2, 9. Die Symbolkarten dienen vermutlich der Ablaufoptimierung, was hier in welcher Reihenfolge passiert. Okay, was wenn wir jetzt... Pass auf, wir tauschen nochmal... Digga, geh, chill mal dein Leben bitte. Tauschen das nochmal... Laden sie ein. Ja, sag einfach. Warte mal, betäuben sie, klauen ihr alles. Machen Bilder, stellen sie online. Weil ich meine, verkaufen sie und packen sie rein. Okay, ja, dann. So, haben wir jetzt den Ablauf oder was? Also, ich weiß, ich check halt den. Das Einzige, was mir Kopfschmerzen bereitet, ist der scheiß Kühlschrank. Also. Weil ich könnte jetzt auch denken, ne? Blümchen einladen, sie geht nach Hause. Warte mal. Schläft drüber, wird dann eingeladen. Warte mal, vielleicht ist das auch einfach die Reihenfolge so ein bisschen, wie es hier drin ist. Weil wir haben als erstes den Kühlschrank gehabt mit dem Schuh. Nee, der kam echt spät. Hä? Der kam ganz am Anfang? Nee. Der Kühlschrank mit Schuh, da mussten wir schon, haben wir schon ein paar Sachen geregelt. Nein, der war im ersten Raum. Ja, der war im ersten Raum, aber den haben wir erst nach dem zweiten oder dritten Schlüssel gehabt. Warte doch mal. So. Dann wurden ihr die Sachen abgenommen. Sie kamen in die Zelle auch, ne? Also ich mache jetzt einfach mal so, wie es im Spiel die Reihenfolge war. Dann... Blumen und dieser Plan. Ich denke, okay, der könnte sein, dass der dazwischen kommt.
dass man da sagt, okay, er kommt dazwischen. Man kann die an eine Wand kleben. Wow, okay. Dann machen wir so mal eine Wand hier. So, zack. 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 Was war's jetzt? Die Reihenfolge, die ich da hingelegt hatte. Ah ja. Ich wollte es wenigstens ausprobiert haben. Aber welche? Die jetzt so oder was? Die dahin. Die dahin. Die dahin, dann die und die. Okay. Kühlschrank als zweites. Also lockst du die mit einem Vertrag und den Blumen her und dann. Okay. Whatever. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Okay. Ich geb auf, Alter. Auf. Oha! Oha! Mhm. Ich glaube, wir sollten in die Kiste, oder? Können wir da rein, ne? Okay. Weiß es nicht, hieß es nicht irgendwie, geh in die Kiste? Ja, die fährt ja mit. Komm rein! Kann ich nicht. Weil dann, ich nicht vernünftig kann. Dann halt nochmal an, manchmal. Dann halt das Band nochmal an. Hier komm ich zurück. Okay, spring rein, Daddy. Ja, ich kann halt nicht springen. Also ich kann halt immer nur so winkelspezifisch springen. Ah, wir müssen noch Knopf drücken. So. The fuck ist das hier und warum sind wir überhaupt hier? Mach zu. Wir dürfen uns nicht sehen. Jetzt, bei mir ist halt jetzt offen. Das ist halt kleinseitig. Boah, ist das dröhnend auf Ohren, Alter. Dröhnt so hart. Jetzt werden wir einfach in Salzsäure getunkt und wir sind tot. Oha. Okay. Die Kiste, der du kauerst, fällt plötzlich knapp und schlägt hart auf dem Deck eines Bootes auf. Du hörst Männer hastig durcheinander rufen, deine Kiste wird unter Deck gezerrt und mit einem lauten Rumpeln schließt sich die Tür des Frachtraums über dir. Der Motor wird angeworfen, das Boot nimmt schnell Fahrt auf. Entkommen und doch wieder gefangen. Es kommt dir irgendwie bekannt vor. Welches Schicksal erwartet dich wohl? War das eine schlaue Entscheidung, fragst du dich, aber ändern lässt sich das auch nicht mehr. Dein Weg führt dich an einem unbekannten, möglicherweise geheimen Ort und du kannst nur hoffen, das noch einmal zu entkommen, bevor jemand dich in deinem dunklen, Klammenversteck findet. Du gleitest leise aus der Kiste und ziehst dich weiter ins Dunkel zurück, bereit zu handeln, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das gleichmäßige Klatschen der Wellen gegen den Bordrum lässt dich müde und die Augen schließen, während du auf deinen Akku wartest. Doch wie lange dies dauert, weißt du noch nicht.